Würde man von hier zu sehen oder zu erkennen. Wo ist das Ding? Wieso komme ich nicht da ran? Egal, dann scheißen wir drauf. Tun wir das wieder zurück hier hin. Und den auch wieder. Dann kümmern wir uns mal eben umrum. Laminat verlegen, Paket, Laminat dunkel. So, hier. Ja. Ja, das muss reichen. Wir fangen von hier an. So. Dann so. Und so. Auf die Kinder mal hier das nicht wieder alles kaputt machen. Schon ein. Ich denke schon, dass es schönes Haus ist. Guck mal, wir kriegen jetzt schon 6.000. Das ist schon ordentlich Geld. Und wir brauchen noch mal Laminat. Glaub, das sind, würde sagen, vielleicht wird der hier reichen. Nee, der wird nicht reichen. Leider. Ein Deck müssen wir noch kaufen. Und den Rest wieder verkaufen. So. Schildkröten Aquarium Arche. Sieht nice aus. Okay. Ja, dann nehmen wir das hier. Carboni. Metall. Goldenes Metall hier. Griffe auch. Oh, das sieht so richtig nice aus. Kommt der. Ja, da füttern wir den erstmal. Wird die Schildkröte sehen? Wo ist denn die? Könnt ihr die sehen? Die Schildkröte nicht. Oder muss die erstmal gekauft werden? Ich habe keine Ahnung. Bemale die Decke mit den Farben Weiß, streiche mit den Farben Rosa, Nebel, Bodenfliesen legen, dunkle Paketstreifen, Prem und dann Gegenstände kaufen. Ja, wir fangen erstmal Weiß an. Decke. So, da brauchen wir keinen großen Eimer. So. Geht langsam. Ich finde es cool, dass es jetzt auch noch als Aufgabe gibt, die Decken zu streichen. Okay, wir wollten das hier. Und das wird reichen. Kleiner und der mittelgroße Eimer für die Wände. Ja.
Sieht dann langsam wieder solide aus hier. Und die werden sich freuen, wenn es fertig ist. Wieder wie ein Zuhause aussieht. Und nicht so verkokelt. Hier haben wir es auch fertig. Können wir wieder verkaufen. Den brauchen wir wahrscheinlich noch für drüben. Oder? Ja, stelle ich mir eine Farbe heller Pfirsich. Achso, brauche ich auch nicht mehr. Kann ich verkaufen. So, Parkettboden. Ja, den nehmen wir. So, hier. Brauche ich den Parkettboden nicht. Kann ich hier jetzt auch mal anfangen zu streichen? Bella Pfirsich, mit Räuchen. Und wir fangen hier an. Da fliegt ein Vogel. Das erste Mal, dass ich in dem Spiel, glaube ich, sehe, dass da ein Vogel fliegt. So, langsam wird es hier dunkel. Machen wir mal Licht an. Machen wir mal Licht an. Ah, ich hoffe, die Farbe wird reichen noch für diese Wand. Ja, noch ein bisschen. Komm. Reiche bitte, ja. Und ja, hat gereicht. Und das wollte ich. So, und neuen Parkettboden. Und da. Dies hier hin. Nice. So, Innentüren. Die machen wir so rum. Aber hier haben die kein Licht mehr. Wir wollen die ja auch in Tevero. So. Doppelbett. Würde ich ja so ein helles Holz nehmen und Bettzeug. Goldene Blumen. Tiefmütterlich. Rosenmuster. Ich würde sagen, das wird hier gut hinpassen. So. Das sieht schön aus. Dann hier Nachttisch Herbes. Okay. Ich würde sagen. Nee, irgendwas, was eher orange aussieht. Hausholz, Sapeli, Wengenholz, grüne Buche. Ja, das.
und den da. Hier. Haben wir zweimal geholt. Den brauchen wir auch noch zweimal. Den nehmen wir jetzt wieder. Und schwarz. Einmal so. Und den einmal so. Und zack, Käfig. Wer hat sich denn da? Ach, ja, die Näpfe. Nehmen wir das in beige. Grundlage da unten. Weiche. Buche. Amerikanische Ulme. Rahmen nehmen wir in gelb. Nee. Buche. Amerikanische Ulme. Und ja, auch da. Dann das Metall nehmen wir weißer Stein. Jo, wie dick darf es denn sein? Nur mal so als Frage an meine Zuschauer. Habt ihr auch Hamster oder sowas zu Hause? Haben die auch so ein riesen Gehege? So ein riesen Ding? Denn mich würde das schon interessieren. Klassischer Schreibtisch nehmen wir auch amerikanische Ulme. Und den packen wir mal hier hin. Tischlampe Pixel nehmen wir so wie der ist. Hier. Der Stuhl nehmen wir in. Warte mal, Hühlereiche. Dann nehmen wir dann. Da haben wir Ulme. So. Und hier auch in Ulme. Und das kommt dann hier hin. Ja. Optimal. Dann. Sonst nehmen wir so, wie es ist. Hier neben. Pilzteppich. Ah, nehmen wir ein weiß. Davon zwei Stück. Einen darin. Dann geht das vielleicht doch. So, ja. Und den anderen hier hin. Dann hier. Auf die Uhr, ja. Hängen wir da. Hinterspiegel. Den gibt es hier auch in Ulme. Den stellen wir da hin. So, Laptop. Nehmen wir einen Grau. Ne, schwarz. Laptop gehört immer ein Schwarz. Das machen wir so. Gartenbuch für Anfänger. Und ja, das Bild hängen wir mal hier so drüber. Und how you doing? Das nehmen wir hier. Dann haben wir das Zimmer schon mal fertig. Und dann jetzt hier brauchen wir Kleiderschrank Woody. Zeder, 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 Zeder. Ja, hier lassen wir alles, dann in dem Raum kommt alles in Zeder. Kommt hier hin. Da. Ja, dann braucht der hier noch einen Lichtschalter Standard. Da nehmen wir ein Weiß auf jeden Fall. Kommt hier hin. Lampe braucht er auf jeden Fall für die Decke. Decke. Ja, hier Deckenlampe. Und hier hin. Wenn wir das hier anmachen und unsere Lampe ausmachen.
So ist am besten. Doppelbett gittig. Hier brauchen wir auch noch Zeder. Nein, das ist der Peli. Da haben wir Zeder. Wieder Bettbezug. Bettzeug. Hier nehmen wir Pastellrosa. Kratze. Auch Pastellrosa hier. Und Pastellrosa. Weil hier sind ja die Wände auch rosa. So. Nachttisch auch in Zeder. Zeder. Hier Metall. Glasstahl. Und einmal hier hin. Komm. Noch ein bisschen da. Und einmal hier. So, Tischlampe Tripot. Nehmen wir so, wie die ist. Und einmal dahin. Und hier. Hier Pastellrosa nehmen wir das. Da kommt einmal hier so runter. Ja, und einmal hier vor. Ja, vielleicht. Ja, so. Dann noch eine Yucca-Pflanze. Wo soll die denn jetzt bitte hin? Hier, kommst du in die Ecke. Vertikales Heizungssanitärsystem. Wo soll die jetzt bitte hin? Ja, okay, dann nur noch eine hohe Heizung in Gold, Braun, Rot, Creme, weißer Stoff. So. Ja, rote Hündchen. Oh, das ist ja süß. Das hängen wir hier hin. Dann sind wir mit dem Raum auch fertig. Ah, hier, der hier fehlt ja noch. Hat er Licht? Er hat gar kein Licht. Dann fangen wir zuallererst mit dem Licht an. Sorry, mein Hals. Noch ein bisschen am Räuspern. Wo haben wir? Solarkronleuchter. Jo. Das nehmen wir. So. Und Lichtschalter hat er da. Nice. Bei diesem Solarkronleuchter. In Farben blau. Jo. Und hier. Ah, den Boden muss ich ja auch noch machen. Wahrscheinlich wieder selbe Parkettboden wie bei den anderen beiden Räumen. So, gleich haben wir's. Ja. Gereicht. So, den Parkettboden. Den müssen wir... Nein.
Den müssen wir auch noch. So. Doppelbett Kau. Den brauchen wir. Dann nehmen wir hier Sapeli und himmelblaue Streifen. Das würde gut passen. Wo sind die Steckdosen? Da ist nur einer. So, dann packen wir den dahin. So. Dann braucht er noch einen Schrank. Wo haben wir wieder Sapeli? Da. Und Griffe. Den packen wir hier hin. Bürotisch Woody. Hat er hier keinen Sapeli? Hatten wir Sapeli. 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 Griffe wieder dunkel. Nehmen wir dunkler Stahl. Schrauben. Dunkler Stahl. So. Wir tauschen die beiden. Der kommt dahin. Und der kommt hier hin. Ja. So, dann heller Spucker Miller. Den wollen wir auch in Papeli. Und dann hier helles Braun. Ja, komm, nehmen wir das helle Braun. So. Fischlampe Pixel. Lassen wir genauso wie der ist. Ein bisschen. So. Dann oh, Werkzeugkasten. Oder Werkzeug, Tafel. Ja, komm, das packen wir hier hin. Dann den anderen hier. Und den da. Hier. Was haben wir hier? Der Peli. Den packen wir daneben. So. Gut aus. Noch eine Yucca-Pflanze. Dann nehmen wir. Dann nehmen wir Braun. Kommt hier. Direkt daneben. Ampelsteppich. Da nehmen wir. Okay, Braun. Das. Noch eine Haustieruhr, kommt dahin. Schreibtafel. Die können wir hier entpacken. So, ein Papierkorb. Ihr beide tauscht wieder mal. So, da. Und du kommst dahin. Laptop fest. Dann nehmen wir mal ein dunkelblau. Und hier auch schwarz. So, großer Stiftbild. Ja, den lassen wir so wie der ist. Er kommt dahin. Weg zum Erfolg. Gucken wir mal. Dahin. Tigress Pinata. Den hängen wir mal hier hin. Süß.
Oldtimer Frucht. Oh, nice. So. Und den machen wir. So. Alle Aufgaben erfüllt. Nice. Fangen wir mal nochmal die Wohnung an. Die ist schon richtig nice. Ich hab schon Bock, noch eine Zone zu machen. Haben wir eigentlich den Fleck hier jetzt geschafft zu entfernen? Der ist immer noch da. Seht ihr den? Der ist auf der Minimap immer noch da. Egal, da scheißen wir jetzt wirklich drauf. Ich habe keinen Bock mehr darauf, diesen Fleck nicht zu erwischen. Wir haben noch 6000 Euro Budget. Gut. So, dann beenden wir das jetzt. Ey, sieht doch viel, viel schöner aus, oder? Und das müsst ihr zugeben, das sieht deutlich schöner aus. So, ich bin aber auch am Überlegen, vielleicht können wir uns noch ein Haus kaufen. So. Schauen, was es noch alles für Häuser gibt. Malerisches Loft. Sieht auch nicht schlecht aus. Schlechter Effekt. Wir sind wieder auch bei 114.000 Euro. Dabei haben wir gerade noch hier das Ding erst kürzlich gekauft für 78. Ich bin am Überlegen, den hier zu nehmen. Der sieht krass aus, krass geil. Du musst dich nicht für mehr für haben oder sein entscheiden. Bringe dein Leben in die richtige Spur. Führe die Freiheit in diesem einmaligen Zuhause für jemanden, der die Seele eines Weltenbummlers hat. Kommt, könnt ihr nichts sagen. Wir holen uns das Ding, ja? Ja, wir wechseln darüber. Wir holen uns mal eine U-Bahn. So, Trennungen sind schmerzvoll. Wenn du keine Lust hast, ein Haus zu verkaufen, kannst du doch vielleicht dort einziehen. Wenn du im erworbenen Haus bist, drücke Escape in. Ja, das kennen wir schon.